Jo, wie habe ich es eigentlich geschafft, diese 150.000 Euro Mining Farm in Portugal hinzustellen? Ich meine, es geht doch nicht einfach so. Ganz einfach. Und zwar, ich habe damals angefangen, mit 18 einen Instagram-Account zu erstellen. Und diesen Instagram habe ich hochskaliert auf 30.000 Follower. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, eine Firma anzurufen und der gesagt, hey, ich lade ein Bild auf meinem Instagram-Account hoch für dein Produkt und das kostet dich 300 Euro. Und das habe ich ganz lange gemacht. Und dann irgendwann, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau, wenn ich ehrlich bin, habe ich, glaube ich, um die 50.000 Euro zur Verfügung gehabt. Aber ich habe tatsächlich eine Grafikkarte nach der anderen gekauft. Ich bin nicht dahergegangen und habe gesagt, hey, ich kaufe jetzt mal für 50.000 Euro Grafikkarten. Nee, ich habe die erste Karte gekauft und das war eine RTX 370. Und dann habe ich diese RTX 370 laufen lassen und die hat schnell Geld reproduziert, 10% im Monat. Und dann habe ich eine neue Karte gekauft, eine nach der anderen. Und nach ein paar Monaten hatte ich 10.000 Euro in Grafikkarten. Dann habe ich natürlich auch mehr externes Geld investiert von meiner Marketingagentur und dem Instagram-Account. Und dann ist aber der Compound hochgegangen. Am Ende waren das ja 150.000 Euro in Grafikkarten. Und halt alles drum und dran hat 150.000 Euro gekostet. Und das Thema dahinter ist, ich habe nicht mein Eigenkapital einfach reingeballert. Ich habe vielleicht 50.000 Euro externes Geld reingesteckt insgesamt, was ich zur Verfügung hatte, außerhalb von der Mining Farm. Aber die restlichen 100.000 Euro hatten sie sich selbst finanziert, wegen dem Compound-Prinzip. Eine Grafikkarte, zwei Grafikkarten, aus zwei werden vier, aus vier werden acht, you get the point, right? Und bei 10% Monatsrendite war das Ganze so, sagen wir mal, ich habe 10 Grafikkarten, das heißt, 10 Grafikkarten machen eine Grafikkarte im Monat. Das heißt, nach 10 Monaten habe ich ja doppelt so viel Grafikkarten. Aber dadurch, dass ich extern Geld rein investiert habe, hat sich das alle 3 Monate verdoppelt. Oder nee, 4, 5, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie sowas. Also es hat sich sehr, sehr schnell verdoppelt die ganze Zeit. Und insgesamt habe ich das, glaube ich, 1,5 Jahre gemacht. Und dann am Ende waren es halt 150.000 Euro in Grafikkarten-Equipment auf 3 Wohnungen verteilt. Geil. Und sowas mache ich demnächst auf jeden Fall nochmal.